Grüß Gott, meine lieben angehenden Biologen und Biologinnen. Ich bin heute ausnahmsweise mal mit einem bayerischen Bier wieder anwesend, und zwar der Weihenstephaner Brauerei. Das ist bekanntlich die älteste noch geöffnete Brauerei der Welt. Und dieses sehr besondere Bier hier habe ich schon vor einiger Zeit mir besorgt. Und es handelt sich hier nicht nur wegen aufgrund der Sorte um ein recht außergewöhnliches Bier, sondern auch dadurch, dass es meines Wissens zumindest ein ja, ein limitiertes Bier der Brauerei war. Ich habe es jetzt schon bald ein halbes Jahr. Ich denke, dass es im Jahr 2017, für das Jahr 2017 eben produziert und limitiert gewesen ist. Im Endeffekt, ihr wisst ja, Bier aufheben ist nicht schlimm, Bier wird nicht alt, es kann sich allerdings im Geschmack ein bisschen ändern, beziehungsweise wird es wahrscheinlich zwangsläufig mit längerer Lagerzeit. Das hier ist tatsächlich laut Mindesthaltbarkeitsdatum sogar noch haltbar, was ja aber im Endeffekt, wie gesagt, eh nicht wirklich wichtig ist. Jetzt ist es gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot, das ist ja klar. Und jetzt der erste Hinweis, um was es sich hier handeln könnte, wenn ihr es nicht schon im Videotitel sowieso gelesen habt, was wahrscheinlich jeder getan hat. Es hat einen Alkoholvolumenprozentsatz von 7,5%. Also ganz schön beträchtlich. Und weiter, vielleicht um der Sorte noch ein bisschen näher zu kommen. Die Zutaten sind nicht nur Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, sondern sogar noch vor Gerstenmalz ist in diesem Bier Weizenmalz enthalten. Also, um was handelt es sich? Ja, man kann schon denken, es ist ein Starkbier, es ist ein Weizenbier. Allerdings ist es filtriert, es ist ein Kristallweizen-Starkbier. Also ein Kristallweizenbock in dem Fall. Ich habe sowas in meinem Leben noch niemals getrunken. Ich bin mehr als gespannt. Und wie gesagt, ich kann mir wirklich nichts darunter vorstellen. Ich bin kein großer Weizenfan. Allerdings trinke ich sehr gern Kristallweizen. Ich bin auch kein großer Bockbierfan. Allerdings könnte es sein, dass es hier vielleicht zumal es für der Weihenstephaner Brauerei ist, und die es ja wirklich drauf haben muss, dass ich hier eventuell begeistert sein werden könnte. Ja, es ist. Die Weihenstephaner Brauerei ist in Freising übrigens, falls es jemanden interessiert. Ja, und sonst gibt es da nicht mehr arg viel dazu zu sagen. Es steht noch drauf: Do not shake, nicht schütteln. Okay, hätte ich jetzt fast gemacht, aber gut. Schön, dass es draufschreiben. Ja, öffnen wir die Sache. Ich bin wirklich unglaublich gespannt. Wie gesagt, so, das ist nicht mehr im Handel. Ist jetzt schon eine Rarität im Prinzip. Aber was will man machen? Es muss und will getrunken werden. So, ich will jetzt noch gar nicht so wirklich daran riechen, sondern es erstmal einschenken. Das Schöne ist, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Klar, man sieht, ich bin ein wahrer Laie im Weizen trinken. Ich habe gerade überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass es ja ein Weizen ist, was ich hier trinke. Total, naja. Das war jetzt ein kleiner Fehlschlag. Allerdings sieht man da schon mal die Schaumentwicklung, die auch mit zunehmendem Alter des Bieres, zumindest soweit ich weiß, etwas zunehmen kann. Ich kann euch schon mal sagen, wie der Schaum aussieht. Das ist schon mal jetzt nicht schlecht. Es ist sehr cremig. Cremig, feinporig, fast schon, ja, also leicht wässrig, also fällt schnell zusammen. Also türmt sich nicht auf, liegt sehr flach im Glas. Jetzt versuche ich mal, ob ich den Rest halbwegs gescheit reinkriege. Es ist eine 0,3er Flasche, was auch relativ außergewöhnlich, gerade für Weizenbiere ist. Und ich habe aber auch jetzt, Gott sei Dank, ein schönes 0,3er Glas hier. Deswegen passt es ja jetzt recht gut. Was heißt, passt es recht gut? Ich habe es natürlich extra ausgesucht.
Wie sähe das aus? So ein kleines 0,3er Bier in einem großen 0,5er Weizenglas, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Also umso voller das Glas, umso mehr sieht man auch wirklich die sehr starke Kohlensäureentwicklung, also wirklich immens stark. Der Schaum fällt auch gar nicht mehr so leicht zusammen, wie ich anfangs dachte. Es lag wirklich am zu schnellen Einschenken auch. Ist, wie gesagt, feinporig. Und doch mehr, also doch standhafter als zuerst angenommen. Wie gesagt, cremig, fast schon sahnig an der Spitze. Und wird wirklich oben gehalten durch die immens starke Kohlensäureentwicklung. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das voll jetzt reinkriege. Egal, aber ich kann jetzt theoretisch mal ein Bild machen oder zumindest mal abfilmen für euch. So, man mag es kaum glauben, das Bier ist im Glas. Das Bier selber ist recht ja, hell bis mittelgelb und wie gesagt mit viel Kohlensäure versetzt. Klar, klar, klar ist ja auch ein Kristallweizen. Also was jetzt als allererstes hier die ganze Zeit schon im Raum liegt, ist eine wirkliche zuckrig süße mit Bier vermischte, typisch malzig zuckrig süße Note, die hier schon rumkommt, aber tatsächlich überraschend süß. Wenn ich dann dran rieche, dann rieche ich eine blumige Hopfigkeit, die natürlich durch den Schaum noch verstärkt wird. Das Bier selber unter dem Schaum riecht auf jeden Fall leicht. Riecht auf jeden Fall nach Weizenbier, nach Kristallweizen. Aber nicht irgendwie wirklich bananig oder so aus der Richtung, sondern zwar leicht fruchtig und erfrischend, eher ein bisschen wie, ja, vielleicht ein bisschen saure Apfelbirne. Ganz leicht. Ja klar, natürlich die typische leichte Weizenbanane ist trotzdem drin, aber nicht so präsent wie in vielen anderen, vor allem naturtrüben Weizenbieren. Die Hopfigkeit ist auch ist auch rauszuschmecken, riechen. Und es riecht eher nach, also ist auf jeden Fall geruchlich näher an einem richtigen Bier, meiner Meinung nach, dran, wie andere Weißbiere oder Weizenbiere. Ich bin gespannt. Vom vielen Alkohol merkt man nämlich erstmal nichts. Allerdings die Süße, die Zuckrigkeit, die lässt darauf schließen, dass das Bier mehr Alkohol intus hat. Es ist zwar nur ein kleines Bier, aber Leute, wenn ihr das getrunken habt, solltet ihr vielleicht erstmal kurz kein Auto fahren, weil man unterschätzt sowas leicht. Das sind halt im Endeffekt zwei Flaschen Bier in einer. Ne? Also. Und wenn es dann noch süffig ist, naja, dann kann auch viel passieren. Ein überraschend sanfter Antrunk. Nicht sehr prickelig. Aber wieder eine richtige Geschmacksexplosion. Das ist man ja von Weizenbieren auch gewohnt. Also wirklich Aromen vielfältig, ohne Ende. Das ist gruselig fast schon, wie viel, was das für ein Aromenspiel ist. Das macht es für mich dann tatsächlich immer so schwer zu beschreiben, weil es nicht Standard ist, sondern da muss man dann nämlich wirklich andere Begriffe suchen können und finden können vor allem. Das ist echt schwer. Also auf jeden Fall ein recht milder Antrunk. Und dann kommt zuerst eine leichte Nussigkeit, Malzigkeit, ein schöner, bieriger Biss
Und dann wirklich im Haupttrunk richtig krass zuerst mal einen Schwall fruchtige Süße, fast schon erinnernd an so ein bisschen Honigmelone. Also sowas in der Richtung. Und dann schlägt auch direkt dahinter der Alkohol ein. Die Honigmelone ist meiner Meinung nach relativ präsent. Ich würde es das so tatsächlich beschreiben. Und der Alkohol, den merkt man dann sofort. Der füllt den ganzen Gaumen aus, als ob man, ja gut, vielleicht nicht ganz so krass, wie wenn ich jetzt einen Schluck Wein getrunken hätte. Das ist auch nochmal beinahe doppelt so viel. Aber auf jeden Fall ganz anders wie bei einem Bier. Er füllt so wirklich den Hals aus und man merkt ihn dann auch im Magen. Dann kommt wieder eine kleine Welle an aromatischen, fruchtigen Aromen und dann wird es auch wieder abgelöst sofort vom Alkohol. Also der Alkohol ist sehr stark präsent im Haupttrunk, ist aber auch ganz am Ende, sobald man von dem Bier an sich, bis auf diese leichte Malzigkeit, die man halt, bis auf eine leichte Malzigkeit, die sich halt noch hält, ist dann halt der Alkohol lange nach dem Geschmack auch immer noch sehr wahrnehmbar. Allerdings wirklich nicht störend. Im Gegensatz zu Bockbieren an sich ist das wirklich süffig, also richtig süffig. Das schmeckt mir enorm. Es ist ein leckeres Kristallweizen. Fast, ja, für mich ein bisschen zu süß sogar. Der Hopfen ist, also die Herbe ist auch da. Hält sich die ganze Zeit im Hintergrund von Anfang bis Ende, ist leicht anwesend, nicht zu stark, nicht zu schwach. Ich finde es tatsächlich ganz lecker, auch das mit der Hopfigkeit und der Herbe finde ich angenehm. Ist für mich vielleicht ein bisschen zu süß, das Honigmelonenmäßige wäre jetzt nichts, was ich als Kaufkriterium mir raussuchen würde. Allerdings genau das Bier jetzt, muss ich sagen, also schmeckt mir wirklich gut. Könnte ich öfter trinken, ist süffig. Jetzt ist das Problem, sowas ballert natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, davon, also wenn man da mal angefangen hat, ich sag mal, zwei von denen sind zu viel und drei sind eindeutig schon wieder zu wenig. Also entweder ganz oder gar nicht, oder halt eins, das wäre dann genau richtig, das wäre dann im Maße. Es ist ein Allrounder, man kann es eigentlich immer trinken. Ich habe es jetzt relativ kühl, weil heute ein warmer Tag ist, nicht kalt, aber relativ kühl. Dafür, dass es ein alkoholreiches Bier ist, die man eigentlich immer eher leicht, also ein bisschen wärmer trinkt als andere, muss ich sagen, dass mir das in der Temperatur, wie es ist, also so um die 9 Grad vielleicht, recht gut schmeckt. Und ja, was kann man sagen? Wozu passt das? Wie gesagt, es ist ein Allrounder. Man kann es trinken. Es ist eine Erfrischung trotz Alkohol. In der Sonne würde ich es allerdings nicht trinken. Ich würde es trinken nach dem Essen. Ich würde es trinken zu einem schönen, ja, zum Ausklingen oder einfach zum Entspannen. Man kann es auch theoretisch zum Essen trinken. Da würde es auch passen. Sogar zu relativ vielen Sachen. Also, ja, ich würde es jetzt vielleicht, ja, also tatsächlich zu Hausmannskost, zu deftigen Sachen kann ich mir das wirklich gut vorstellen auch. Also ist ein Allrounder. Das kann man auch, also top, kann man nichts sagen. Um das jetzt zu bewerten, dass wir mal zum Schluss kommen und ich zu schwärmen aufhöre. In meinem eigenen Geschmack ist es jetzt auf. Oh, ich merke gerade, da ist ja auch. Es ist auch eine leichte Bärigkeit drin. Also es ist wirklich so viel, man entdeckt die ganze Zeit was Neues mit zunehmendem Trinken. Es gibt die ganze Zeit neue kleine Einschübe. Wie gesagt, die Honigmelone, es ist da vorne eine gewisse, irgendwie eine Waldbärigkeit, ich kann es nicht beschreiben. Aber Leute, ich wollte gerade sagen, probiert selber. Ich glaube allerdings, dass ihr daran nicht mehr kommt. Vielleicht irre ich mich auch und es war gar nicht limitiert, sondern nur saisonal bedingt. Und es kommt wieder. Das weiß ich allerdings nicht. Ich wollte gerade sagen, probiert's, kauft's euch. Das ist jetzt wahrscheinlich eher nicht möglich. Sorry dafür. Es ist ein geiles Bier. Wenn ihr dran kommt, gönnt euch das auf jeden Fall. In meinem eigenen Ansehen als Getränk an sich würde ich dem jetzt, ja, 7 bis 8 Punkte geben. Als für mich favorisiertes Getränk. Jetzt als auf die Sorte spezialisiert. Als
Weizenbock oder sogar noch eher Kristallbock kriegt das gnadenlose, glatte 10 Punkte von mir. Das ist ein 10-Punkte-Bier. Ich glaube, an der Optik mit dem Schaum hat man sich ja jetzt dann auch abfinden können. Und es ist ein 10-Punkte-Bier. Meinetwegen hätte ich auch gesagt 9,5, weil ich nicht so arg die Ahnung habe. Ich kenne da jetzt keine anderen Sachen. Man muss aber auch sagen, Kristallbock ist, glaube ich, keine typische Sorte. So etwas habe ich eigentlich echt noch nie gesehen. Um vielleicht nochmal auf das Etikett kurz zu sprechen zu kommen, nur das Design an sich ist eine 03er Longneck-Flasche. Sieht also, ist auf jeden Fall im, ja, soll auf jeden Fall die Craft-Bier-Welle ein bisschen reiten, ganz eindeutig. Vom Etikett her, von der ganzen Aufmachung und von der Sorte an sich, auch vom Geschmack, es reitet eindeutig die Craft-Bier-Welle. Ich würde es fast schon in die Richtung auch einordnen. Das Etikett ist sehr schön, es ist kein Hochglanzetikett, sondern so, so ein richtiges Papieretikett mit leichtem Grip. Gefällt mir sehr gut. Das sieht leicht rustikal aus. Ich finde die Farbgebung wunderschön. Ich finde das Design schön. Es sieht irgendwie, ja, wie gesagt, es sieht irgendwie, ja, reitet halt komplett, wie gesagt, diese Craft-Bier-Welle. Der Kronkorken ist der typische Weihenstephaner Kronkorken. Ich blende euch hier gleich auch nochmal ein. Mit dunkelgrüner Randeinfärbung mit auf die Sorte bezogen. Ja, das war es dann soweit von mir. Mit diesem wirklich faszinierenden Bier. Meiner Meinung nach hat ihm die Lagerung nicht geschadet. Allerdings kann ich es auch nicht zu 100% sagen, weil ich es natürlich damals eben nicht probiert habe. Aber ich merke jetzt keine typische kellrige Entwicklung, die halt vom Lichtgeschmack oder ähnlichem herrührt. Das ist optimal. Vielleicht ändert sich meine Meinung, wenn es leer ist und ich habe dann gar nicht mehr so Lust, theoretisch noch eins. Ich habe auch gar keins mehr. Das ist auch vielleicht ganz gut so. Egal, jetzt hör mal auf. Lang genug gelabert. Wir sind jetzt auch bestimmt schon wieder bei einer Viertelstunde oder noch länger. Ja, wahrscheinlich so um die eine Viertelstunde oder sowas im Dreh. Freunde, bis zum nächsten Mal bei hoffentlich wieder so einem gigantischen Bier. Ich glaube zwar, das wird jetzt erstmal nicht mehr passieren, zumal ich ein paar andere Biere im Billigbiersegment gerade vorhabe zu verkosten. Auch das muss vor der Kamera mal probiert werden. Ich finde sogar vielleicht gerade das, weil ja, die sind zum Teil verschrien, zum Teil zu Recht. Zum anderen Teil tatsächlich zu Unrecht. Aber seid gespannt, freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, euer Virologe. Ciao, haut rein, gell?